Und ebenfalls in den Hadith der Tabarani überliefert worden ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Thalath und Munjiyat, drei Dinge sind errettend. Drei Dinge haben eine rettende Wirkung für den Menschen. Khashyatullahi fi sirri wal alan, Furcht vor Allah zu haben, Ehrfurcht vor Allah zu haben. Hier sagt er Khashya. Khashya ist etwas anderes als Khauf. Wir haben nämlich zwei Formen. Oft werden sie im Deutschen als Furcht und Angst übersetzt, aber es sind zwei verschiedene Dinge. Khashya ist etwas Ehrwürdigeres, etwas Höheres, Höherrangiges als die Furcht, Al-Khauf. Und er sagt hier, Khashyatullah, Khashya vor Allah zu haben. Khashya ist eine Furcht, die mit Erkenntnis und Wissen verknüpft ist. Das heißt, sie ist verknüpft mit dem Wissen, mit deinem Wissen über die Glorie und die Herrlichkeit, die Gewaltigkeit, die Größe Allahs. Diese Furcht. Dann gibt es nochmal den Khauf. Den Khauf, den teilen fast alle Mu'min. Jeder Mu'min hat, jeder Muslim, sage ich mal, hat ein Minimum an Khauf, Furcht vor Allah Ta'ala. Aber die Khashya hat nicht jeder. Die Khashya ist eine Furcht, die aus deiner Kenntnis über Allah entspringt. Und aus deiner Kenntnis über dich selbst. Aus deiner Kenntnis über Allah und aus deiner Kenntnis über dich selbst. Wie in dem Hadith überliefert wird, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages die Sahaba, er war in der Anwesenheit der Sahaba, hat seine Hand geöffnet und hat auf seine Hand gespuckt. Und dann sagte er, Allah Ta'ala sagt, O Sohn Adams, wie willst du mich nur überzwingen? Oder wie willst du mich überwältigen, wo ich dich doch auch sowas erschaffen habe? Also das erinnert ihn an seine eigene Realität, was du bist. Und an die Eigenschaften Allah Ta'ala. Das ist die Khashya. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Khashya vor Allah haben nur die Ulama. Und hier sagt er, er benutzt das Wort innama hier. Innama ist für die Eingrenzung, Beschränkung. Er beschränkt die Khashya auf die Ulama. Hier ist mit den Ulama gemeint, Leute, die Erkenntnis haben über Allah Ta'ala und über seine Eigenschaften, über sein Wesen, über seine Glorie, seine Herrlichkeit, seine Größe und derartiges.